Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered Minerva Stan. Wir sind in der operativen Abteilung, wo wir freundlich mit Traitor, Verräter, begrüßt wurden. Und dann gucken wir uns hier doch mal um. Das haben wir letztes Mal nur so ein ganz kleines bisschen gemacht und ich habe schon fleißig geshoppt, nämlich Tonika-Slots. Aber ich fürchte, ich will mehr. Also ich will ja grundsätzlich mehr. Von allem. Immer. Das ist wichtig. Aber erstmal gucken wir uns um. Wir sollen... Was war das? Fallen. Oh. Ja, das ist ja schön. Ich vergesse immer, dass ich andere Waffen habe als meine Lieblingswaffen. Was könnten wir hier noch schauen? Ah, Partnerschaft mit Porter. Das klingt doch interessant. Ob das wohl von... Nach einigem Suchen bin ich in Kontakt mit Charles Milton Porter in Minerva Stem getreten. Ein fruchtbarer Austausch. Rapture ist klarerweise nicht der Ort, um eine Forschung weiter zu betreiben. Aber Porter sagt, wenn er einen Weg findet, zusammen mit den Programmen für seinen Rechner zur Erdoberfläche zurückzukehren, könnten wir die Maschine nachbauen und gemeinsam an Heilungsmöglichkeiten arbeiten. Ich habe ein Exemplar der Alpha-Serie ausfindig gemacht, um ihm zu helfen. Subject Sigma, ich muss zurück zur Oberfläche. Wenn Sigma in Minerva Stan Erfolg hat, wird es bald möglich sein, den Fluch des Adams zu beenden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Tannenbaum hätte ich jetzt nicht erwartet und eigentlich auch nicht, dass unsere liebe Frau Doktor mit Porter gemeinsame Sache macht. Oder dass wir ihr Testsubjekt sind, an dem sie ausprobiert, ob es funktioniert. Hätte ich jetzt so alles nicht gedacht? Portemonnaie ist voll. Dosenfleisch wäre aber eine Idee. Kann ich mich hier... Ja, aber hier ist nichts. Wir könnten uns... Moment, ich wollte ich gar nicht. Ich wollte bei meinen Bienen bleiben. Ich mag mein Bienenplasmid. Bestes Plasmid ever. Ich muss mir jetzt gerade erstmal ein bisschen... Wow. Das sind... Was sind das denn? Sind das... Ich meine, wir sind ja bei einer Tauchkugel. Sind das dann Fahrscheine? Irgendwelche... Wow. Die hat viel Geld dabei. Für jemanden aus Rapture. Okay, ich heile mich eben mal da vorne an diesem Ding. Dann geht es mir schon wesentlich besser. Dann können wir die auch ein bisschen ausräubern. So. Schauen wir uns hier weiter um. Und ich gucke natürlich erstmal in die Seitenbereiche. Nehme ich sowieso an, dass ich hier vorne vermutlich noch nicht durch, genau. Dass ich hier noch gar nicht durchkomme und mich erst an den Seiten umschauen muss. Das macht aber nichts. Ich höre hier immer wieder Phantomsachen. Airlock oder Programming. Gehen wir erstmal hier drüben rein. Gut, das geht. Das ist eine Leiche. Ich bin ein bisschen paranoid. Da kommen wir rein mit unserem Stromschlag. Übrigens gerade wunderbar gelesen, dass wir das Feuerbrutsplicer immun gegen Feuer sind. So, was machen wir einfach hier? Die schicken mal die Bienen vor. Sucht meine kleinen Bienchen. Ich habe nämlich einen gehört. Also Hä? Aber ich habe einen gehört. Ich habe hundertprozentig einen Splicer gehört. Da bin ich mir sowas von sicher. Da kommen wir noch rein. Erstmal schauen wir uns natürlich im frei zugänglichen Bereich um. Insbesondere, weil da nicht nur eine Genbank ist, sondern auch ein Tonband liegt. In fähigen Händen. Die Brain Boost Tonika wirken. Extra Kraft, ja. Ich sehe jetzt mehr. Wer braucht schon Porter bei solchen Wundermitteln? Ein Gehirn mit der Leistungskraft von Zweien, von Zehnen, mit Hilfe der Thinkers, von Tausend. Porters Spielzeug hat seinen Zweck erfüllt. Die Maschine hat gesprochen. Ryan hat auf sie gehört und ich habe endlich den Winker für mich alleine. Leb wohl, alter Freund. Keine Sorge, deine Erfindung landet in fähigen Händen. Verstehe ich das richtig? Er wollte nicht nur den Thinker haben, er hat sich auch... Also entweder hat er sich zugespliced oder aber, was fast vermutlich noch schlimmer wäre, er hat dem Thinker... Oh, da ist... Ich habe ein Kleidchen.
Wir haben übrigens das Chamäleon-Plasmid nicht mehr, fällt mir da ein. Ah, doch, wir haben es noch. Perfekt. Könnten meine Bienen bitte jemanden davon finden? Ah ja, da. Oh, das ist so ein Feuerblutsbleister. Mit dem will ich mich ehrlich gesagt gar nicht anlegen. Okay, wir sind unsichtbar. Ich schicke mal die Bienen weiter los. Wir haben ja Zeit. Eine Million Stiche! Scheiße! Ich find das super gerade. Ja, vor allem können wir dann einfach kurz überleben. Wenn er sich selbst gespliced hat, ist es gut möglich, dass Wall durchgedreht ist. Also wirklich einfach den Verstand verloren hat. Wegen dem Adam. Wegen den Plasmiden. Da hinten erwischt es auch. Was mich so ein bisschen stört, es sieht aus, als hätte dieser Feuerblutsplicer die Kontrolle über die Drohne da vorne. Das gefällt mir nicht. Okay, Jens Splicer versucht sich an der Medi-Station zu heilen. Das ist nicht so schön. Insbesondere, weil wir da gerade gar nicht so viel dagegen tun können. Aber vielleicht ist er auch gestorben. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Oh, wer bitte unsichtbar. Dankeschön. Wir kriegen ihn langsam aber sicher down. Ich möchte es einfach mal ausprobieren wieder. Es dauert sehr, sehr lange. Also die einzelnen Bienen machen ihm nicht so viel Schaden. Ich glaube, wir könnten sie vielleicht noch einmal losschicken müssen. Nein, der ist tot. Das ist gut. So, jetzt kommen die Bienen jetzt zurück. Die Drohne müsste abgestürzt sein. Die muss irgendwo eine Medi-Station sein. Gut, dass wir das schon mal wissen. Die hier müsste ich jetzt hacken können, damit sie auf unserer Seite ist. Achso, ja, den blauen Bereich. Tada, das ist unsere. Wir haben hier Nieten, die wir nie benutzen. Warum eigentlich nicht? Oh, oh. Richtig, da drüben war ja das Ding. Ich muss da mal schnell... Wo sind denn meine Hackpfeile? Da sind sie. Und ich würde sagen, wir machen die normalen. Und dann gucken wir einfach, dass wir... So. Zack. Und jetzt noch einmal das Blaue. Dann haben wir es hoffentlich. Und das Ding ist auf unserer Seite. Perfekt. Wir nehmen wieder unser... Müsste ich auch mal wieder nachfüllen. Das ist nicht mehr so voll. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Ruhe. Und ich suche immer noch die Medi-Station, wo die sein könnte. Okay. Oh, das ist ja... Okay, das war langlebiger, als ich gedacht hatte. Aber so viel Schaden haben wir gar nicht genommen. Eve-Spritzen können wir jetzt auch wiederholen. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Ich will mehr Tonbänder haben. Tonbänder bedeuten Geschichte. Leider nichts drin. Das war zum Glück nicht das Allerschlimmste. Wir gucken einfach... Da ist irgendwo eine. Und da ist vor allem nochmal ein... Mist, da habe ich jetzt, glaube ich, keinen blauen Bonus. So. Aber wir haben es gehackt, das heißt, uns geht es schon mal gut. Und ich suche jetzt einfach mal diese nette Splicerin, die hier doch eigentlich irgendwo sein müsste. Ich höre die doch. Ich höre die hier drüben. Vielleicht ist sie hinter der Türe, dann hacken wir erstmal kurz die Medi-Station. Dann können wir uns daran nämlich auch... Ja, wo heilen muss ich mich ja nicht mal. Wir hacken sie aber erstmal, denn es ist günstiger, wenn wir uns doch heilen müssen. So, und da haben wir außerdem Verbandskasten liegen. Na? Ja, die hat Spaß mit den Bienen, das ist super. Immer noch eins meiner liebsten Plasmide, einfach weil es so schön... Oh, da ist ein Plasmid für uns. Sehr schön. Weil es so unauffällig ist. Ich meine, die merken gar nicht, dass wir da sind.
Die sterben total friedlich. So muss das, nicht wahr? Oh, warte, erstmal das Tonband. Dann kümmern wir uns um das, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt bin ich gespannt, um wen es da geht. Setze Eingabe der Audiodaten in die Thinker-Datenbank fort. Subjekt: Pearl Porter. Ich will aufnehmen, wie wir uns kennengelernt haben, Milton. Okay, klar. Ich habe im Imbiss meiner Familie gearbeitet. Das Wintersemester fing gerade an und da kommt eines Tages ein Student herein. Ordentliche Erscheinung. Das erste, was mir auffiel, waren seine Augen. Er setzte sich und bestellte Schinken mit Ei und Kaffee. Er war schüchtern, aber hin und wieder haben wir kurz miteinander geredet. Er kam jeden Morgen frühstücken und bestellte immer das Gleiche. Ich sage zu Mama, der Junge liebt anscheinend deine Kochkünste. Darauf sie, der kommt nicht wegen dem Essen, Schätzchen. Der kommt wegen dir. Ein Jahr später waren wir verheiratet. Oh. Das ist ja schon irgendwie süß. Muss man ja sagen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er sich wirklich in die Idee verrennt, dass der Thinker ihm seine Frau ersetzen könnte. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Mit dem Zähmaschinentonikum von Ryan Industries dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Ja, dafür habe ich leider keinen Slot mehr frei, deswegen würde ich das mal in die Genbank einlagern. Wir müssen nachher einfach noch Slots kaufen, so einfach ist das. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, meine wunderschönen Unterwasserlandschaften. Da vorne sehe ich wieder... Ah, ja, hier sind wir. Da vorne sehe ich wieder eine Überwachungskamera. Hier gibt es verdammt viele davon, muss ich mal sagen. So. Okay, wir haben sie gleich gehackt. Und zwar jetzt. Dann wechseln wir wieder auf die normale Waffe und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Da hätten wir auch reingehen können. Keep out. Ja, garantiert nicht. Aber erst schauen wir auf der anderen Seite mal nach, was hier noch so ist. Wir wollen ja nicht die offiziellen, genau. Nein, die offensichtlichsten Wege zuerst gucken, gehen. Ihr wisst, was ich meine. Da müssen wir rein. Da sehe ich ein Safe, da sehe ich eine Eve-Spritze, Energiezellen. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Oh. Und ich sehe Leichen in der Datenverarbeitung liegen. Und zwar nicht wenige. Warum? Oh. Hallo, ich hab gedacht, ihr seid tot. Oh, Hilfe, hab ich mich gerade erschreckt. Ja, ich sehe Leichen, genau. Okay, die Bienen müssten sich drum gekümmert haben. Wo ist er? Ah, da ist er. Okay. Oh, ich erschrecke mich immer so, wenn ich so überraschend mit Gegnern konfrontiert werde. Ganz, ganz schlimm. Den haben wir schon. Da gehen wir gleich rein. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Da ist auch nichts. Hier müssen wir rein. Wir müssen aber irgendwie... Wir müssten irgendwie... Ich weiß, dass wir dafür dieses Gravity Well Plasmid brauchen, aber eigentlich müssen wir das reinwerfen. Oder? Das muss doch eigentlich von hier innen. Ist da... Ah, da oben. Seht ihr das? Da ist... Ah, Gravity Well. Das hier, da können wir hier oben reinschmeißen. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier gerade ganz viel alarmiert hat oder nicht. Flintenkugeln, das Ding können wir nicht weiter benutzen. Jetzt haben wir hier Explosions... Banzkasten. Habe ich hier nicht eine Eve-Spritze irgendwo gesehen? Natürlich ist die jetzt wunderwohin geflogen. Die lag hier irgendwo. Die ist irgendwo weggeflogen. Ganz toll. Wo ist meine Eve-Spritze? Ich wollte die haben. Da draußen? Warum da draußen? Egal. Wir hacken den Safe und danach machen wir uns über alles andere Gedanken. So, Safe gehackt. Eventuell einen blauen Bonus bekommen. Wir können fast nichts rausnehmen. Das ist okay. Das war unser... Da ist die Eve-Spritze, die ich haben könnte. Und die Antipersonen-Munition. Sehr schön. Wo sind wir jetzt gewesen? Wir waren
Wir waren hier drüben, wir waren da drüben. Da vorne waren keine Türen mehr, oder? Nein, da war nur ein Schacht. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo so einladenderweise Keep Out steht. Ich heile mich nur eben nochmal schnell. Geld haben wir ja mehr als genug gefunden. Ich gucke auch nochmal hier ganz kurz durch. Aber theoretisch sollte hier nichts mehr sein, wo wir jetzt noch nicht gewesen sind. Ich kann mal eben kurz auf die Karte auch gucken. Aber das... da, ja gut, da ist ein kleines Zimmerchen, wo wir noch nicht drin waren. Da gehen wir noch hin. Bestimmt irgendwie. Jetzt müssen wir hier hinten hin, wo auch der Munitionsautomat steht. Das ist falsch, oder? Das ist noch eins weiter. Ja, das ist noch eins weiter. Das ist hier, wo es so gut geschützt ist und gesichert. Ein Vita-Gem. Das macht Hoffnung. Oder auch nicht. Keep Out. Natürlich. Mein. Property of Reed Wall. Das Einzelkind war wieder hier. Warum gehst du nicht auf? Hallo? Warum willst du nicht aufgehen? Was fehlt? Okay. Dann halt nicht. Gut. Er teilt seinen Property. Er will nicht mit uns teilen. Habe ich dich schon gehackt? Nein, ich habe dich noch nicht gehackt. Perfekt. Zack. So. Einmal kurz konzentrieren, dann haben wir das. Ich bräuchte ein paar Laserzellen bitte wieder. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten eigentlich nichts. Dann gehen wir wieder raus in die andere Richtung. Da läge auch noch eine Eve-Spritze. Hier war ja noch diese Türe, in die wir nur reinkommen, wenn wir sie vorher öffnen. So. Oh, da ist, glaube ich, der letzte Staubsaugerbot, der uns fehlt. Da müssen wir das haben. Tada! Bots zerstört. War es 1 von 5? Wieso 1 von 5? Ach nein! Dann ist es nach Gebieten. Und weil wir jetzt in einem anderen Gebiet sind, sind hier jetzt wieder 5 Stück. Ärgerlich. Sehr ärgerlich, aber kann man jetzt nichts ändern. Ja, die Leiche hat gezuckt, das ist sehr schön. Wie komme ich denn jetzt da hinten rein? Wie komme ich jetzt da... Ich muss da einfach nochmal ganz kurz gucken. Habe ich irgendwo an der Seite was übersehen? Habe ich hier irgendwo was liegen lassen? Außer ein Auto-Hack-Pfeil, den ich nicht mitnehmen kann. Den habe ich schon gehackt. Ah, warte, ich wollte gerne. Wo ist denn das Ding? Wir sind da gar nicht, oder? Wir sind schon eins weiter. Ach so, okay. Wir sind schon eins weiter. Ich wollte gerade sagen, ich kaufe jetzt einfach noch so einen Plasmid-Slot. Nicht Plasmid, so einen Tonika-Slot. Aber das ist ja tatsächlich hier vorne. Vielleicht hätten wir auf der anderen Seite bei Airlock anfangen sollen. Das weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal. Ja, ich hätte gerne aus dem Gatherer's Garden was. Und zwar einen Gentonika-Slot. Ja, und da hätte ich ganz gerne drin zähe Maschinen. Sehr gut. Ein bisschen was könnten wir uns noch leisten. Wir können erstmal hier rein. Der Meeresgrund außerhalb von Minerva's Den ist ein Schrottplatz für alle möglichen Maschinen. Mit etwas Glück findest du dort den Sender, den wir brauchen. Alles klar. Das ist gut schon mal zu wissen. Ein Schrottplatz für alle möglichen Maschinen. Und wir werden also auf den Meeresgrund gehen müssen. Das freut mich ja persönlich immer so ein bisschen. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie das hieß. Ich habe eigentlich hier nur die verbesserte Schrotflinte anschauen wollen. Ich muss Porter und seine Denkmaschine im Auge behalten. Es gibt viele Methoden, einen Rivalen auszuschalten. Und ich habe den Verdacht, Fontaine möchte auch in der Computerbranche den Markt dominieren. Jede Stunde, die dieser Apparat damit zubringt, genetische Codes für diesen Gangster zu knacken, bringt meine Stadt einen Schritt näher an den Abgrund. Und sollte Porter nach Fontaines Pfeife tanzen... Tja... Die Maschine ist ein Wunderwerk. Unschätzbar wertvoll. Der Mann dahinter könnte sich als entbehrlich erweisen. Andrew Ryan, berechnend wie immer. Warum wundert uns das nicht? So, wir hacken natürlich hier die... Wo ist sie denn? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Die müsste aber theoretisch da hinten sein. So kriegst du deine Arbeit nie erledigt. Guten Morgen.
Sucht, meine Bienchen, sucht. Ihr sollt da vorne bitte suchen. Okay. Alles gut. Alles gut. So. Nachdem wir sie jetzt gehackt haben, können wir uns da auch viel besser umgucken. Wo, da wäre die Bot-Abschaltung, falls sie uns erwischt hätte. Da ist nämlich irgendjemand drin. Und wir haben sie gefunden. Die Bienen haben sie gefunden. Ich weiß immer noch nicht, wo sie steht. Wir werden es gleich rausfinden. Na, Bienchen hinterher nochmal. Was ist sie denn? Haben die sich jetzt durch die Tür hier durchbewegt? Ja, mein kleiner Elektrobot, fliege voran. Geld, Kuchen, Sardinen, wir essen alles. Türsteuerung, ja, die ist aufgeschlossen, das ist okay so. Das da vorne könnte die genette... Oh, hier, der hier. Irgendein verdammter Blödmann hat den Finger in die Dose gesteckt. Um durch die Luftschleuse zu kommen, musst du den Stromkreislauf irgendwie unterbrechen. Das ist schön, dass du mir das sagst. Ach, muss ich den da vorne etwa umbringen, damit es unterbrochen wird? Okay. Oder eventuell auch nicht. Wir werden es sehen. Habe ich da noch irgendwas? Da ist ein Tonband. Das ist der Typ, den wir vermutlich... Aber ich will außen rumlaufen erstmal. Ich will nicht außen rumlaufen. Okay. Wird der unterbrochen, wenn ich den umbringe? Und wenn ich ihn mit meiner Kraft meiner Gedanken einfach... Auch nicht. So vielleicht? Auch nicht. Wie kriegen wir denn den Stromkreislauf unterbrochen? Moment, ich will mich daran jetzt ja auch nicht umbringen. Der muss da irgendwie weg. Sieht aus, als würde sein Körper den Kreislauf schließen. Wenn du keine Möglichkeit findest, ihn da wegzukriegen, könntest du den Kreislauf vermutlich mit einem Hackwerkzeug umleiten. Ah. Vielen lieben Dank, Porter. Der Hinweis hat mir jetzt geholfen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei. Ja, Sicherheitstür ist offen, das ist schön. Der zuckt noch ein bisschen. Der ist aber tot, oder? Ja, ich glaube, der ist tot. Okay, da ist erstmal ganz wichtig Signalsender. Ich habe herausgefunden, wie man den Signalsender einer Tauchkugel so umprogrammiert, dass er Lärmstorpedos stört. Aber ich brauche Zugang zu einer Tauchkugel. Und Porter hält die einzige in ganz Minerva Stan in seinem privaten Dock unter Verschluss. Der Mistkerl. Warum macht er nicht auf? Moment, ich will mir das gerade eben nochmal anhören. Ich habe herausgefunden, wie man den Signalsender einer Tauchkugel so umprogrammiert, dass er Lärmstorpedos stört. Aber ich brauche Zugang zu einer Tauchkugel. Und Porter hält die einzige in ganz Minerva Stan in seinem privaten Dock unter Verschluss. Der Mistkerl. Warum macht er nicht auf? Das ist eine gute Frage. Okay. Wir werden gleich einen kleinen Unterwasserspaziergang machen müssen. Ein wunderschöner Anzug. Hier nämlich. Aber das werden wir erst... Ach, guck mal, da liegt noch eine Leiche. Uns fehlt übrigens auch noch eine Sister in diesem Level. Uns fehlt noch eine. Aber wir werden erst nächstes Mal einen kleinen Unterwasserspaziergang machen. Für heute machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir finden draußen, was wir suchen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.